Tante Esther ließ mich versprechen, dass ich, wenn ich wiederkomme, chinesische Bibeln mitbringen sollte. Sie brauchten sie dringend. Ihr habt bestimmt einen Koffer, der so etwas wie versteckte Fächer hat, richtig? Aber Open Doors sagte, nein, aber wir können dir 50 neue Testamente geben und du legst sie in deinen eigenen Koffer. Und dann betest du kräftig, während du den Zoll passierst. Das war nicht das, was ich hören wollte. Ich war immer noch ein Radiomensch. Ich war sicher kein Bibelspuggler. Herzlich willkommen im Open Doors Hoffnungszentrum für verfolgte Christen. So schön, dass du heute dabei bist. Wir haben schon zwei spannende Folgen gehabt mit Paul Esterbrooks. Er war Analyst bei Open Doors. Paul, herzlich willkommen hier bei uns aus Kanada. Vielen lieben Dank. Paul, letztes Mal hattest du erzählt von Auntie Esther. Und es hörte damit auf, dass sie gesagt hatte, du wirst nach China zurückkehren. Hatte sie recht? Sie hatte absolut recht, nur wusste ich es damals nicht. Und ich glaubte nicht, dass es jemals passieren könnte. Aber zwei Jahre nach meiner ersten Reise nach China besuchten meine Eltern unsere Familie auf den Philippinen, wo wir für die Far East Broadcasting Company arbeiteten. Sie fuhren erst nach einem Monat nach Hause, so lange blieben sie bei uns. Und sie erzählten, wir haben gehört, dass es jetzt Touren von Hongkong aus nach China gibt. Allein durfte man nicht hinein. Aber 1979 begann der neue Machthaber Deng Xiaoping, China zu öffnen. Sie nannten es sogar die Open-Doors-Politik. Sie erlaubten jetzt Touristengruppen nach China zu kommen. Meine Eltern sagten, das ist die einzige Gelegenheit, die wir bekommen. Wir würden gerne nach China reisen. Und ich habe bei FEBC Radio nachgefragt, wo ich ja arbeitete. Und sie sagten, wir würden gerne herausfinden, wie unsere Radioprogramme ankommen. Also bereiteten wir uns auf die Reise vor und ich ging zum Büro von Open Doors und sagte, Tante Esther ließ mich versprechen, dass ich, wenn ich wiederkomme, chinesische Bibeln mitbringen sollte. Sie brauchen sie dringend. Ihr habt bestimmt einen Koffer, der so etwas wie versteckte Fächer hat, richtig? Sie sagten, nein, aber wir können dir 50 neue Testamente geben und du legst sie in deinen eigenen Koffer. Und dann betest du kräftig, während du den Zoll passierst. Das war nicht das, was ich hören wollte. Ich war immer noch ein Radiomensch. Ich war sicher kein Bibelschmuggler. Und das war meine erste solcher Reisen. Und dann auch noch Bibeln mit über die Grenze nehmen, wo sie einfach weggenommen werden könnten. Es stellte sich heraus, dass Touristen nichts passieren konnte, wenn sie mit Bibeln entdeckt wurden. In den Köpfen vieler Menschen herrschte Angst wegen dem, was in der Sowjetunion und an anderen Orten passiert war. Doch sicher war sich niemand. Man musste also sehr, sehr vorsichtig sein. Also habe ich gebetet. Man könnte sagen, meine Knie haben sich gut kennengelernt. Wir sind dann durch den Zoll gegangen, haben sehr viel gebetet. Und vielleicht lag es an meinen Eltern, aber Chinesen haben großen Respekt vor älteren Menschen. Wir gingen zusammen, wir drei, und die Beamten sahen uns an und winkten uns einfach durch. Und wir gingen einfach durch mit unseren Koffern mit insgesamt 150 Neuen Testamenten. So kamen wir nach China, um Tante Esther zu besuchen und ihr die Bibeln zu geben. Das war einfach eine tolle Erfahrung. Und das war der Moment, in dem ich erkannte, es ist nichts Übermenschliches dabei, Bibeln zu transportieren. Es hängt alles an Jesus. Aber man macht schon sein Testament vorher, oder? Oh yes. Ja, das schon. Wir haben getan, um was sie bat. Aber ich hatte Glück, denn weil ich später Teil von Open Doors wurde, konnte ich Tante Esther noch viele Male besuchen und ihr Bibeln mitbringen.
Sie hatte eine Kiste unter ihrem Bett, wo sie die Bibeln zu Hause versteckte. Sie sagte, bitte lass meine Box nie leer werden. Und es war sehr schwer, es nicht zu tun, weil sie so viele Menschen zu Jüngern machte. So viele Menschen, die sie zum Herrn führte. Sie war einfach eine erstaunliche Frau. Jetzt habe ich aber doch noch mal eine Frage. Analyst für Open Doors in China. Wie wurdest du das? Wie wird man sowas? Gute Frage. Zuerst war ich bei FEBC Radio, um zu forschen. Ich hatte an der Universität viel darüber gelernt und Doug Sutphin, ein guter Freund von mir, arbeitete bei der Druckerei von Far East Broadcasting, bevor er dann der Leiter von Open Doors Asien wurde. Wir waren enge Freunde. Ich kannte seinen Dienst. Er sagte zu mir, wir warten auf jemanden, der die Leitung unseres Forschungsbereichs für China übernimmt. Gott hat noch niemanden zu uns geführt. Wir haben zwar Analysten, die nach China reisen und herausfinden, wie es den Hauskirchen geht, aber wir haben keinen Manager. Und so fragte er mich, ob ich darüber beten würde, den Rundfunkdienst zu verlassen und zu Open Doors zu kommen. Das war nur ein paar Monate nach meiner Reise mit meinen Eltern. Ich sagte ihm, wir würden darüber beten, und ich schrieb drei Briefe nach Kanada. An meinen besten Freund, mit dem ich immer noch feststehend im Sturmkurse unterrichte, an meinen Pastor und meinen Vater. Ich schrieb ihnen, Open Doors bittet mich, dem Team in China beizutreten. Meine Eltern sind ja schon in China gewesen. Ich fragte, betet ihr mit? Open Doors gab mir ein Datum, an dem ich ihnen meine Antwort geben sollte. Genau an dem Tag, an dem wir mit Doug Sutphin und seiner Frau zu Abend essen wollten, schaute meine Frau nach der Post. Das liebte sie. Es war ein Highlight des Tages für sie. An jenem Tag holte sie drei Briefe aus dem Briefkasten. Von meinem Vater, meinem Pastor und meinem besten Freund. Wir haben sie auf dem Weg zum Abendessen im Auto gelesen. Und alle drei sagten, wir haben mit euch gebetet. Wenn Gott euch dahin führt, sind wir der gleichen Meinung. Wir haben das Gefühl, es ist ein guter Schritt, wenn ihr denkt, dass Gott das will. Das ist eine schöne Bestätigung. Aber jetzt stelle ich mir vor, als Analyst kommst du ja auch hoffentlich in Kontakt mit chinesischen Christen. Ist nicht ganz einfach, aber wie ist das passiert? Das war eine Teamleistung. Wir analysierten Daten, die vom Team gesammelt wurden. Ich hatte drei junge chinesische Christen, die in Hongkong lebten und das Land erforschten. Sie wurden Überseechinesen genannt. Das sind Chinesen, die außerhalb von China lebten. Sie durften ohne Einschränkungen in China umherreisen. Wir Menschen aus dem Westen mussten damals in Gruppen bleiben. Wir hatten ein Teammitglied namens Joseph Lee, ein chinesischer Christ von den Philippinen. Und er leitete unser Erkundungsteam. Das war damals eine wichtige Zeit für uns. Seine besondere Aufgabe war es, Leute zu finden, die uns sagen konnten, was die Christen in China brauchten. Er traf eine Dame in Hongkong, die ihm erzählte, meine Tochter ist Pastorin. Sie selbst war Leiterin eines Netzwerks aus Hauskirchen und ihr Mann war Lehrer. Er war wegen seines Glaubens und seines Dienstes ins Gefängnis gekommen. Als er ins Gefängnis kam, sagte sie, wir werden jetzt nicht aufhören, nur weil mein Mann im Gefängnis ist. Also gründete sie Gemeinden. Sie hatte ungefähr 200 Hausgemeinden in ihrem Netzwerk. Ihr Name war Mama Kwang. Wie alt war Mama Kwang, als du sie getroffen hast? Sie war mittleren Alters. Das ist sie auf dem Bild hinter mir. Sie hatte eine junge Familie. Ihr ältester Sohn war allerdings während der Kulturrevolution dieser schrecklichen Zeit von den Roten Garden getötet worden. Sie musste mit dem Verlust ihres Sohnes leben. Und sie wurde dann von Joseph Lee, meinem Kollegen, kontaktiert und sagte, wir brauchen dringend Bibeln. We are desperate for Bibles. Allein in meinem Netzwerk brauchen wir 30.000 Bibeln. Wie bitte? 30.000.
So viele brauchte sie. Und sie sagte, können Sie bitte Ihr Team bitten, dafür zu beten, dass wir an 30.000 Bibeln kommen? Das macht mich fassungslos. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Open Doors Asien noch nicht einmal 2.000 ins Land geliefert. Bei all den Reisen, die unternommen wurden. Was schon viel ist. Ja. Das war eine große Herausforderung. Aber Bruder David, der Leiter, war ein Mann des Glaubens. Er liebte Herausforderungen. Und er sagte, wir können das nicht, aber Gott kann das. Lasst uns sehen, wie er es macht. Und so arbeiteten wir weiter an dem Plan. Teil des Plans war, dass Geschäftsleute mit einem Geschäftsvisum regelmäßig in China ein- und ausreisen konnten. Es gab eine Messe in der Stadt, die früher Canton hieß und heute Quanshu. Eine Frühjahrs- und eine Herbstmesse. Und er sagte, wenn wir während der Herbstmesse 30 Leute finden könnten, die 1000 kleine Neue Testamente in einer Woche mitnehmen, könnten wir sie mit christlichen Geschäftsleuten in Verbindung bringen, die auf die Messe gehen würden. Vielleicht könnten wir es auf diese Weise machen. Wir begannen für dieses Projekt zu beten. Und tatsächlich trafen wir auf Geschäftsleute, die sagten, ja, ihr könnt euch meiner Firma anschließen und mit uns kommen. Dann suchten wir nach der kleinsten Bibel. Das ist ein Neues Testament auf Chinesisch. Es wird in Hongkong von der Bibelgesellschaft gedruckt. In traditioneller chinesischer Schrift. Man liest also von oben nach unten und man fängt hinten im Buch an, wie im Hebräischen, und liest nach vorne. Aber man liest von oben nach unten. Es gibt einen tollen Witz. Die chinesischen Christen sagten, das mache sie geistlicher, als wir es sind. Denn wenn sie ihre Bibel lesen, dann lesen sie von oben nach unten und sagten dabei, ja, Herr, ja, Herr. Aber wenn wir lesen, dann lesen wir von links nach rechts. Das erzählten sie im Scherz. Das ist wirklich eine sehr kleine Bibel, nicht wahr? Und das ist ein komplettes Neues Testament. Aber wenn man 500 davon in einen Hartschalenkoffer packt, ist nicht mal mehr Platz dafür, dass man ein Handtuch drüber legt. Und so wurden sie eingepackt. Ja, natürlich. Sie waren in kleinen Paketen verpackt, die gerade so in einen Hartschalenkoffer passten. Sie wurden in Papier eingewickelt, Pakete aus Papier. 500 von diesen Testamenten passten in einen Koffer. Aber ein Koffer wog 92 Pfund, etwa 47 Kilo. Also jeder von uns, 30 waren wir insgesamt, die bereit waren zu fahren und bei dem Projekt mitzumachen. Jeder von uns nahm 92 Pfund in die eine und 92 Pfund in die andere Hand. Wir hatten also zwei sehr schwere Taschen und eine kleine Schultertasche mit einer Zahnbürste bei uns. Über einen Zeitraum von 10 Tagen nahmen 30 Leute Bibeln mit nach China. Und alle kamen rein. Keiner ist gefangen genommen worden. Keiner ist erwischt worden. Es gab eine Gruppe, die gestoppt wurde. Sie brachten die Bibeln zurück. Die letzte Gruppe nahm dann jeweils sogar mehr als 2 Koffer mit. Innerhalb von 10 Tagen konnten wir also 30.000 Bibeln nach China bringen. Super. Jetzt sag mal, aber das macht doch wahrscheinlich dann Hunger nach mehr. Wenn ich dich jetzt so allmählich ein bisschen kennenlerne, dann erahne ich schon, dass es ein nächstes Projekt gab, das dann schon auf dich gewartet hat in der Hinsicht. Oh yes, yes. Oh ja. Die chinesischen Christen blieben die ganze Nacht auf und dankten Gott für diese winzigen Bücher. Denn sie hatten nichts. Und diese Bibel zu haben, war etwas ganz Besonderes. Sie nannten dieses Projekt Projekt Regenbogen, weil es ihnen Hoffnung durch Gottes Wort gab. Diejenigen von uns, die diese schweren Taschen trugen, nannten es Projekt Leistenbruch. Es musste aussehen, als seien die Taschen federleicht. Wir hatten Kontaktpersonen und ich war derjenige, der diese Taschen aus der Vordertür des Hotels tragen musste, nachdem wir im Hotel angekommen waren. Zwei junge Frauen haben mit Mama Quang gearbeitet und haben die Taschen abgeholt.
sie hochgehoben, als wären sie federleicht, und auf den Rücksitz eines Taxis geworfen. Die Taschen wurden dann zu einem Lager gebracht und dort aufbewahrt. Sie sind hin und her gelaufen. Ich war schockiert, wie stark diese jungen Frauen waren. Sie haben diese Taschen einfach hochgehoben, während wir, die wir sie auch tragen mussten, große Probleme damit hatten. Dann kamen die Frauen zurück und sagten, diese 30.000 Bibeln sind nicht genug. Die Herausforderung war, dass es immer noch Hauskirchenpastoren gab, die keine Bibel hatten, selbst nach dieser Lieferung. Und wir sagten, aber 30.000 sind eine Menge. Sie erzählten uns, andere Christen hörten von dieser Bibellieferung und kamen und fragten nach mehr. Und wir konnten nicht Nein sagen. Wir gaben einigen von ihnen weitere Bibeln. An diesem Punkt gab es also immer noch Christen, die kein eigenes Neues Testament hatten. Mama Kwan ging dann zu Doug Sutphin, unserem Leiter, und sagte ihm, das ist wunderbar, aber es sind einfach nicht genug. Wir brauchen 1 Million Bibeln, damit jeder Christ, den wir kennen, eine hat. Und was wir uns wünschen, ist nicht nur ein neues Testament wie dieses. Wir hätten gern eine Bibel mit dem Alten Testament. Außerdem hat Mao Zedong die Schrift geändert und vereinfacht. Das hier ist noch die alte, traditionelle Schrift. Und die vereinfachte Schrift wird übrigens von links nach rechts gelesen. Sie sind also nicht mehr geistlicher als wir. Aber so hat sich alles vermehrt. Es war nicht genug. Wir brauchen 1 Million Bibeln, damit jeder Christ, den wir kennen, eine Bibel bekommt. Und das war ja die Zeit der Untergrundkirchen auf jeden Fall. Ja, sie hatten Kontakte und ihre eigenen Netzwerke, die ziemlich bescheiden waren. Es gab etwas, was wir in unserem Teil der Welt Konfessionen nennen würden. Aber sie hatten Kontakt untereinander. Sie kannten andere Leute in anderen Provinzen und so weiter. Als sie also um 1 Million Bibeln baten, rechneten sie damit, dass jeder Christ, den sie kannten, eine bekommen würde. Wenn sie wirklich 1 Million Bibeln bekämen, sollten es 1 Million in einer einzigen Lieferung sein. Und das war der knifflige Teil. Und so entschieden wir, dass wir es dabei belassen wollten, dass wir diese Information nicht weiterleiten würden. Denn sonst wäre die Erwartung, 1 Million Bibeln nach und nach in Koffern zu bringen, bis es insgesamt 1 Million wäre. Das war das, was wir ja bisher gemacht hatten. Das galt für die Christen, die Mama Kwan kannten. Wir hatten noch einen Analysten in Hongkong namens Dr. Jonathan Chow. Er arbeitete in einem Dienst, der sich das Forschungszentrum Chinesische Kirche nannte. Meine Aufgabe war seiner sehr ähnlich. Er hatte gerade einige Nachforschungen angestellt, die zeigten, dass es um die 50 Millionen Christen in China gab. Wir dachten, es wären 10 Millionen. Das war 1980. 1979 führten wir das Projekt Regenbogen durch. Seine Forschung basierte auf Hochrechnung. Er nahm die Daten von Christen aus einer bestimmten Umgebung und diese erzählten ihm, wie viele ähnliche Gruppen es in ihrer Provinz gab. Diese Daten rechnete er dann hoch und schätzte, dass es in ganz China 50 Millionen Christen gab. Er folgerte, eure 1 Million Bibeln reichen kaum aus, um den tatsächlichen Bedarf zu decken. Ach, du liebe Zeit. Hast du eine Schätzung heutzutage, wie viele Christen es in China gibt? Nun, wir sagen einfach rund 100 Millionen. Das ist sogar nur ein kleiner Prozentsatz der Gesamtzahl. Es ist ein enorm bevölkertes Land. Es ist immer noch schwierig, mit Sicherheit zu sagen, wie hoch die Zahl wirklich ist. Der Punkt ist aber, die Gemeinden sind seit der Ära der Kulturrevolution in China wie Pilze aus dem Boden geschossen.
Ich erinnere mich, als ich jung war, sagte man, dass die Kirche ausgestorben sei, dass sie einfach ausgelöscht wurde. Aber die Christen schossen wie Pilze aus dem Boden. Paul, darf ich dich bitten, das nächste Mal noch hier zu bleiben und uns zu erzählen, wie du 1 Million Bibeln in dieses kostbare Land gebracht hast? I think so. Ich denke schon. Wenn ihr das auch hören wollt, dann schaltet euch einfach wieder zu, nächste Woche um dieselbe Uhrzeit oder wann immer ihr zuschalten möchtet. Danke, dass ihr heute dabei wart. Betet weiter für China und für sein kostbares Volk. Tschüss. Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen? Werden Sie Open Doors Gebetspartner und erfahren Sie monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen. www.opendoors.de/magazin